Hallo aus der Lichtoase. Da ist der Peter. Und ja, was man sonst noch findet, wisst ihr eh schon. Ich freue mich total, dass ich das heute mit euch teilen darf. Ich bin seit ein paar Tagen erneut in einem für mich total scheinen Prozess, der mich wohin geführt hat, wo ich nicht hin wollte. Ich habe mir das eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Und dann triffst du Menschen oder Begebenheiten in deinem Leben und irgendwann triffst du mal auf eine Situation, die ausgelöst wird. Und du kannst deiner Urwunde nicht mehr ausweichen, dem Urschmerz sozusagen. Und genau von dem möchte ich heute was erzählen, wie ich damit umgehe und meines Erachtens jetzt endlich an der Wurzel meines Lebensschmerzes bin. Ich habe da ein bisschen was dazu aufgeschrieben, heute in der Früh, wie ich aufgewacht bin. Es ist ganz schwarz mit Ziffern, selbst für mich. Ich bin noch nicht lange aufgewacht, habe mir jetzt einfach nur schnell mal das Hemd angezogen, weil ich mir gedacht habe, das bringe ich jetzt in die Welt. Und genau das mache ich jetzt und das ist ein Versuchsvideo, wenn es mir nicht gefällt, lösche ich es wieder. Ja, die Frage ist die einleitende, also es geht jetzt um emotionalen Schmerz, um die Heilung von emotionalen Urwunden oder emotionale Öffnung im Endeffekt danach. Ja. Warum sind wir Menschen alle so auf der Suche nach dem nächsten Kick, nach der nächsten Emotion? Ja, genau, also nach dem nächsten Kick, nach dem nächsten Erlebnis, nach dem Neichen, weil es in uns kurzfristige Emotionen auslöst. Es vermittelt uns Freiheit oder Glück oder wir spüren sie. Ja, Emotionen. Wir suchen das alles im Außen, wenn die meisten von uns emotional ziemlich verschlossen sind. Das hängt viel mit dem Herz zusammen. Und mit dem offenen Herz. Und das Thema offene Herz beschäftigt uns wohl alle. Genauso wie das Thema Schmerz, körperlich oder emotional. Ja, ich gehe jetzt einfach so vor, wie ich es da stehen habe. Die meisten von uns sind in unserer Kindheit nicht so geliebt worden, wie sie es gern gehabt hätten. Nicht bedingungslos, nicht wirklich. Endlos. Ja. Die meisten von uns sind emotional überhaupt nicht auf ihre Kosten gekommen und haben sie somit verschlossen, damit zum Umgehen gelernt. Und jetzt ist die Frage, warum ist so viel Gewalt auf unserer Welt, in unsere Beziehungen, in unsere Familien? Und ich meine jetzt emotionale Gewalt. Oder emotionale Leere. Warum ist so kalt? Was will uns dieses Spiegelfeld sagen? Vielleicht will es uns aufmerksam machen, dass unsere eigenen unterdrückten Emotionen und die damit ungeheilten Emotionen angeschaut werden. Vielleicht schwappt es dort auf der Seite dieses Spiegelfeld auf, diese emotionale Kälte, diese Verletzung. Warum werden wir immer wieder verletzt? Warum werden wir unterdrückt? Weil wir Teile von uns unterdrücken. Weil wir Teile von uns verletzen. Weil wir mit uns nicht wirklich in der Liebe sind. Das ist das totale Spiegelfeld. Wir werden immer wieder Menschen in unser Leben ziehen. Ich habe zum Beispiel einen Menschen getroffen, der war emotional sehr kalt, der war emotional verschlossen. Und ich war emotional total offen. Dann habe ich die ganze Zeit gefragt, wieso öffnet sich der Mensch nicht? Das gibt es ja gar nicht. Ich bin ihm so liebevoll gegenüber. Genau, der Mensch hat mir gesagt, du hast deine eigene Urwunde noch nicht geheilt. Du willst, dass ich für dich heile. Und das ist der Punkt.
Wir können nicht andere Menschen oder Situationen oder Dinge dazu verwenden, unsere eigene Urwunde zu heilen. Und das ist die für mich des Verlassenwerdens. Das nicht gut genug zum Sein, das was daraus resultiert hat. Weil warum will ich verlassen? Warum kriege ich nicht so viel Liebe von meinen Eltern wie ich gern? Hey, warum ist meine Mama nicht gespielt für mich da? Ja, sie war da. Und mein Papa. Aber ich habe mich nicht bedingungslos geliebt gefühlt. Und das können wir sich jetzt, wo wir erwachsen sind, selber geben. Es ist niemand mehr dafür zuständig, weder unsere Mutter, noch unser Vater, noch unser Partner, dass er diese Herzheilung für uns vollzieht, sondern wir können selber, und jetzt kommt ein interessantes Wort, emotional frei werden. Es ist jetzt für mich nicht die emotionale Unabhängigkeit unbedingt die Zeit, weil wir sind abhängig und wir dürfen abhängig sein, wir sind Menschen und der menschliche Teil von uns, das ist der uns verbindet mit dem Leben und mit anderen Menschen. Der ist in gewisser Weise ein Stück weit abhängig und das ist auch gut. Wir sind auch abhängig, unser Körper ist auch abhängig von Essen, von Nahrung, von Dach über dem Kopf, von einer Heizung. Von Berührungen darf das auch alles sein. Genauso ist es auch bei der Emotionalität. Aber emotional möchte ich emotionale Freiheit erreichen. Ich möchte mich dafür entscheiden können, dass wenn es sich wo gut anspielt, dass ich mich emotional öffne. Es gibt viele Menschen, die können sich nicht einmal emotional öffnen, wenn es sich irgendwo gut anspielt. Und andere Menschen wiederum gibt es, die können sich emotional nicht distanzieren, wenn sie sich ihnen nicht gut angespielt, weil die sind dann emotional abhängig. Das ist spannend. Ne? Und dann hast du die verschiedenen Beziehungsformen. Die einen, da wo es ganz leibend ausschaut, die so emotional kalt sind, also wo eigentlich wirklich, weißt, wo er nichts mehr wirklich verbindet. Die sind emotional relativ kühl, die machen halt ein Ding. Das sind halt in meinen Augen gut funktionierende Unternehmensstrukturen, die sie da als Familie bezeichnen. Da geht man damit so um, dass man den Urschmerz oder der Urwunde einfach ausweicht. Man tut einfach so, als wenn es nicht war. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass einer emotional sich öffnen will und der andere nicht. Und der, der sich aber nicht öffnet, dem anderen durch das verletzt, durch seine kalte Art, und der andere kommt nicht weg davon. Dann ist der eine emotional abhängig. Oder beide, die dritte Version, beide sind total voll, oh Gott, voll klammig, ja. nur mehr, und wir brauchen uns so, und ich kann ohne die nicht leben, und was der. Dann haben sie auch zwei gefunden, dann haben wir zwei Co-Abhängige. Im Endeffekt kriegt ja eh jeder das, was er braucht, wie man so schön sagt. Gell? Und es ist einfach nur schön, an das bewusst zu machen, wo man gerade steht. Und also wenn man emotional offen ist, dann ist es wichtig, dass man emotional geheilt ist. Durch das erlangt man emotionale Freiheit. Ich glaube, wie gesagt, es gibt die eine Kategorie von Leuten, die einfach diesen Urschmerz gelernt haben zum Ausweichen. Die wohnen in einem ziemlich kleinen Kastel in ihrem Leben. Die gehen in der Früh arbeiten, jeden Tag, kommen auf die Nacht heim, trinken ein Bier, setzen sich vor den Fernseher, bla, ist egal, ja. Ist nicht besser oder schlechter. Machen immer das Gleiche. Das ist ein Sicherheitskastel. Vielleicht machen sie auch viele verschiedene Sachen, aber nur die, wo einer nichts passieren kann, wo sie nicht auf einen Urschmerz hingewiesen werden können. Lassen sie total berieseln, sind eigentlich bewusstlos. Ja. Leben machen wir total schöne Leben. Nur fehlt voll viel, nämlich die Emotion.
Und das ist das, was mich nahbar macht, was mich berührbar macht in einer Beziehung. Das, was mir wirklich Nähe und Berührung gibt. Das, was wir alles so gern hätten. Also wie gesagt, solange wir unsere eigenen Urwunden nicht in uns geheilt haben, das ist meistens die des Verlassens während, dass ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, es ist mir nicht gut genug, was der resultiert fast jedes andere Verhaltensmuster aus meiner Sicht, werden uns immer wieder die anderen Menschen darauf aufmerksam machen, indem sie uns verlassen, indem sie uns die Angst geben, erkennt uns verlassen oder ich bin ja vielleicht nicht gut genug. Auf der anderen Seite auch, ich werde immer wieder andere Menschen verlassen, wenn ich jetzt der Spiegel bin, der aktive Spiegel. Ich werde immer wieder anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht gut genug sind. Ich werde es nicht zu mir zuverlassen, ich werde unannahbar bleiben. Ich werde mit einer so lange spülen, bis es grün könnte. Und wenn ich weiß, dass ich es habe, ist es für mich nicht mehr interessant. Weil ich Angst habe vor Nähe, Berührung, vor einer emotionalen Öffnung. Und weil dann das Spül aus war. Dann müsste ich meinen emotionalen Urschmerz begegnen und den dann wirklich heilen. Und das möchte ich jetzt sagen, wie ich das mache. Ich habe vor ein paar Tagen damit angefangen, mich, so wie seit vielen, vielen Jahren, am Abend vor den Spiegel zu setzen, die Kerzen zum Anzünden, zwischen mir und den Spiegel zu stellen. Und mich ganz herzlich anzuschauen. So wie meine Partnerin, die ich über alles lieb, anschauen hat. Sage zu mir ganz schöne Sachen, die ich zu mir alle sagen kann, weil ich bin ich und ich brauche mich wirklich zum Leben. Ich mag, dass du nie wieder weg ist von mir. Nie wieder. Bitte bleib immer bei mir. Peter, du wundervoller Mann. Es ist so schön, dass es die gibt in meinem Leben. Du tust mir so gut. Und so schau mir einfach an, ich schau einfach nur hin. Und ich zwinker nicht oft. Mach mir solche Bilder, wie ich in verschiedenen Inkarnationen ausgeschaut habe. Und ich öffne mein Herz ganz weit. Wirklich, ich schaue mir so an, wie das, was ich immer in meinem Partner gesucht habe. Und dann streichle ich mir und bin gut zu mir. Das mache ich dann eine halbe Stunde oder so lange ich will. So lange ich will. Weil das ist genau das, was ich zum Tun habe, was wir zum Tun haben. Denk hart, wo unsere Eltern uns die Liebe nicht gegeben haben und woher wir angefangen haben, das nach außen zu projizieren und die Liebe außen zu suchen, die Zuneigung. Dass man den Cut, diese Stufen schließen, dann sind wir emotional frei. Und immer, seit Jahren sitze ich vor dem Spiegel und frage mich, wer bin ich wirklich? Und gestern war ich dann da, der bin ich wirklich. Und es war so, so schön und so leise. Es ist nicht irgendwas im Außen, was ich bin oder was ich tue. Sondern der da sitzt und dich so, so, so mit so viel Herz begegnet, der bin ich. Ja. Und es gibt auch noch viele Videos über emotionale Heilung. Herzfrequenzen, Meditationen. Hört euch das an, wenn so ein Satz. Erst dann wird mit eurem Partner wirklich Co-Kreation
und emotionale Freiheit herrschen, weil ich würde meinen Partner nicht mehr dafür brauchen, dass er mich emotional glücklich macht. Und genau deswegen wird es da. Weil er auf einmal frei ist, dass man, weil man nicht mehr spiegeln muss, mein eigenes Defizit. Wo Daumen sind, fliegen Daumen zu. Also wirklich, gell? Als Kinder hätten wir uns das nicht geben können. Als Kinder waren wir wirklich abhängig von unseren Eltern und sie haben uns das nicht gegeben. Und jetzt können wir es aber. Das ist, liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass wir einen Schritt machen und aussteigen und die Welt von dieser Gewalt befreien, von dieser Unterdrückung, dass wir unsere eigenen Urwunde einfach nicht ins Gesicht schauen können, weil wir unsere Herzen nicht so weit offen haben. Und wenn du heute dein Herz offen hast, ist es sehr schön, ja, wenn du verletzlich bist, wenn du offen bist, dann ist es ganz schön ein wichtiger Punkt, emotionale Freiheit zu haben, weil wenn mir einer kränkt oder mir einer beleidigt oder wenn mein Partner mit wem anderen schläft, dann will ich sagen, das geht bei mir so nicht. Das tut mir voll weh. Ich möchte, dass du es bitte nicht mehr machst. Und wenn es wieder vorkommt, dann will ich mich emotional so distanzieren können, dass es kein Problem ist für mich. Ganz egal jetzt was, was für ein Thema. Oder wenn mir irgendwer da draußen nicht auf der Herzensebene begegnen kann, dann bin ich frei, ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe. Und das ist echt der Punkt. Die meisten Menschen sind dann emotional abhängig. Das müsste sich einmal geben. Es sagt einer was zu euch und du glaubst, du bist mir jetzt was schuldig oder du müsstest das da. Dass du eine Daseinsberechtigung hast, dass du geliebt wirst. Das ist genau das. Führt uns genau zur Urwunde. Wir sind keinem was schuldig. In diesem Sinne, die Emotionen heilen. Und es ist echt schön, dass ich das jetzt mit euch teilen darf. Von ganzem Herzen, in Liebe und Dankbarkeit. Das eine hängt jetzt noch gut zusammen. Genau, da nimmst du den ganzen Druck aus, aus einer Partnerschaft. Du triffst wem und bist frei, dem Mensch zu begegnen. Wenn sie sich gut angespielt, jeder normale Mensch öffnet sich, wenn sie sich gut angespielt, emotional, nach einer Zeit lang. Und wenn nicht, dann halt nicht, aber du bist frei, du bist wirklich in der bedingungslosen Liebe. Die Heilung des emotionalen Urschmerzes bringt uns erst in die Position, wirklich bedingungslos lieben zu können. In diesem Sinne, aus der Lichtoase. Ihr findet mehr unter www.dielichtoase.at und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag.